Hallo Leute, wir sind wieder in Astronier. Wir müssen hier jetzt gucken, dass wir unseren Rover, den wir letztes Mal gebaut haben, da hinten steht da mit Strom vernünftig versorgen, weil das, was wir haben, das ist jetzt so nicht der Bringer. Und wir müssen schauen, dass wir Stromversorger noch her, den Bohrer her, also Strom und Bohrer, das ist jetzt hier unser Problem von dem Ding. Das müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hinkriegen. Da sollten wir jetzt erstmal schauen, was wir da nicht bauen können. Also bauen können. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier Bohrer irgendwie Anpassungen haben und sowas. Ne. Energiesensor. Ne, Sensoren sind es auch nicht. Tastenwiederholer. Ne. Stromverlängerung. Strom. Ist nichts bei. Hier, da Strom. RTG. Nanokarbonlegierung oder was das heißt. Okay, das wird wahrscheinlich zu kompliziert sein, das zu bauen. Aber warte mal, RTG, wir haben noch diese anderen komischen Dinger, ne? Die müssten hier auch irgendwo rumstehen. Lass uns noch nach dem Bohrer gucken. Plattform ist falsch. Mittelgroßes Lager, Rohrsitz. Planierer, das hört sich nach Bohrerstärke an. Wolfram, Karbid und Keramik braucht man. Und den haben wir noch nicht erforscht. Das heißt, das machen wir als erstes. So, und jetzt warte mal, wo sind diese Dinger mit dem Strom? Da rechts. So ein Teil brauchen wir doch nur, oder? UT-RTG. Das an dem Teil und dann mal gucken, wie gut das funktioniert. Das heißt, das haben wir schon. Jetzt müssen wir gerade gucken, ob diese Stromquelle uns reicht. Ja, wird nicht alle. Das heißt, es funktioniert. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir brauchen jetzt noch Lager, ne? Ist das eine Lampe, ne? Die können wir auch an dem Wagen mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, und jetzt noch einen Bohrer bauen erstmal gerade. Aluminiumlegierung, Wolfram Karbid, da ist es schon. Wolfram und Kohlenstoff. Kohlenstoff haben wir hier. Und Wolfram haben wir auch da. Wolfram, ne? So. Kiste einpacken und dann dahin laufen. Okay, hier sind Zweier. So, und das heißt jetzt, wir gehen da rein. Und dann können wir irgendwo bohren. Aber nicht hier sofort an der Basis, sondern vielleicht ein Stück weg, oder? Wollen wir hier mal los, oder? Okay, wir kommen langsam tiefer und da ist schon das erste Loch. Wie komme ich da dann weiter? Das ist die Frage, ne? Tja, dann müssen wir das wohl irgendwie anders hier managen. So, und dann können wir da weiterfahren, ne? Kann ich die Lampe auch woanders hinsetzen? Vielleicht hier besser? Sehe ich dann mehr? Weiß ich nicht. Könnte sein, dass ich dann mehr sehe, ne? Okay, hier kriegen wir Material gerade abgebaut. Sehr schön. Und mittendurch bedeutet ziemlich viel, wa? Kann es das sein, dass der Bohrer ja nicht funktioniert? Doch. Er hört sich so anders an, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so tief war. Wahrscheinlich nicht. Okay, wir sind hier unten bei diesen großen Pilzen jetzt. Das ist ziemlich im Zentrum, ne? Okay, zurück.
keinen Strom mehr haben, ne, dann ist das schlecht. Aber jetzt können wir mal runterfahren ein Stück. So, Suchinichi sind wir. Wir können jetzt die Zeit pausieren. Ne, ist pausiert. Wir können jetzt überlegen, was wir weitermachen. Bauernhöfe und Windmühlen, das haben wir hinter uns schon. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch irgendwas machen können. Was haben wir denn jetzt hier noch? Verletzte Soldaten haben wir noch einen. Können wir da was machen? Befördert. Stabsgefreiter ist er jetzt, okay. Antonin Kura, aufgestiegen, MG-Schütze. Okay, da sind noch zwei besser geworden. Aber hier hätte ich ja gerne gehabt, dass wir da... Müde Soldaten haben wir auch noch. Josef, ja, der hat alkoholkrank und müde, ne? Der erholt sich aber, glaube ich, gerade, ne? Erschütterte Soldaten, ist auch der noch, oder was? Untätige Soldaten. Nochmal eine Beförderung, okay. Maximilian Drapp. Levelaufstieg, okay. Geschicklichkeit plus 1. Leichtfüßig ist er jetzt auch noch. Sehr schön. Rollenfortschritt. MG-Schütze, ja. Der war aufgestiegen, ne? Arbeitergewehrschütze. Freischalten. Ach, wir können hier was freischalten, okay. Kundschafter, Arzt, Grenadier, Lokführer, Sanitäter. Was ist das hier für ein Level? 1 oder was? Ach so, und dann kann er Level 2 werden. Ah, das wäre, jetzt verstehe ich's. Hier runter sind die Level-Ups. Also er ist Geschütze, hat hier Geschicklichkeits 1 gekriegt als MG-Schütze. Könnte jetzt noch zusätzlich was kriegen. Ah, jetzt komme ich glaube hinter. Also er ist MG-Schütze und Koch. Könnte noch Arbeiter werden. Könnte aber auch als Kundschafter ausgebildet werden. Das könnte man jetzt noch freischalten, die drei Sachen, weil jetzt der Wert Geschicklichkeit wahrscheinlich hinzugekommen ist, ne? Kann ich denn jetzt hier irgendwie einen Sanniwagen haben, Lagerwagen? Sanitätswagen, gut. So, jetzt sind sie alle drin, glaube ich. Also gehen nur drei rein, oder was? Ne, es gehen noch vier rein. So, die werden jetzt genesen, hoffe ich. Dann sollen die mal heilen. Infanteriewagen. Wohnbereiche. Hier sind vier drin, aber einer, der ist im Krankenbett. Das ist schon mal gut. Hier sind ganz viele. Da sind aber auch drei von im Krankenbett. Maschinengewehrposten, okay. So, das hier oben ist die Geschützposten und dann, okay, dann könnte man da noch eine hinzufügen, ne? So, jetzt ist der auf dem Maschinengewehrposten. Am Tag, ne? Lass mal langsam laufen, einfach aus dem Grund, weil wir... Es ist nur eine Fleischwunde. Ja, die möchte ich gerne geheilt haben. Ah, jetzt stehen auch drei Verletzte mit mir. Soldatenübersicht. Hier sind jetzt diese Rollen, ne? Und dann haben wir hier einen MG-Schütze. Haben wir auch nur einen einzigen. Und das ist hier der Antonin Kura. Der hat aber da schon Level Up gehabt. Der ist aber verletzt. Ja, der ist verletzt. Deswegen können wir den auch nicht als auf der Lok einsetzen am Gewehr. Ärzte haben wir genug. Das heißt, das Freischalten wäre jetzt hier sinnig. Entweder ein Sanitäter oder ein MG-Schützen. Ein Gewehrschützen. Ich schalte den mal frei.
Besser ist das. Der hat jetzt auch noch die Rolle des Sanitäters im Kampf. Die sind wohl immer rot, ne, oder? Weil der ist ja jetzt doch, der ist auch verletzt, okay. So, Rollen haben wir verteilt. Treibstoff haben wir, Nahrung haben wir. Okay, das ist hier erstmal noch alles intakt. Das hier ist schlecht, dass das Wasser hier weg ist. Müssen definitiv schauen, dass wir hier noch einen Damm kriegen. Essen haben wir 35 und das müsste voll sein. Ist es auch. Okay. Natürlich wachsen jetzt hier unsere Dingens nicht. Wir haben kein Holz mehr, kein Rohholz. Es wird schwierig mit dem Klappen sein. Vielleicht müssen wir hier auch was machen, dass wir mal ein bisschen mehr forschen können, oder? Die Sternwarte. Wohl, hier wird jetzt gerade gearbeitet, ne? Ja, schauen wir mal. Wir haben noch Wasser, die Hälfte der Dürre ist rum, also es ist easy going für uns momentan. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs mit. Es gibt auch Bäume, das heißt, wir bauen auch was. Hier sind auch die Sonnenblumenkerne rein machbar. Und da sieht erstmal alles ganz gut aus. Ist die Frage, wie weit das hier noch gebaut wird. Es sind noch 1,4 Tage, die wir durchhalten müssen. Wassertröge sind alle voll. Sieht erstmal richtig gut noch aus. Hier wachsen auch Bäume. Allerdings die Eichen, die machen uns ein Problem. Und wenn die jetzt, wenn das Wasser wiederkommt, vertrocknet sind, dann haben wir ein großes Problem, dann können wir das nämlich vergessen. Dann müssen wir da oben schauen, dass da ordentlich bewässert ist. Müssen auf jeden Fall hier einen Damm bauen, ne? Und das sollen die mal so bauen, ne? Und hier müssen wir ein Gestell machen, dass sie da hoch können. So. Die Bäume wachsen, das ist schon mal gut. Und der letzte Tag von der Dürre ist angebrochen. Die Dürre ist gleich vorbei. Da bin ich gespannt auf unsere Eichen. Wollen wir schneller schlafen hier? So, Zyklus 4 beginnt. Wasser haben wir geschafft. Es ist auch noch einiges drin und wir haben die Tröge voll. Das ist schon mal gut. So, was. Ja, jetzt muss das Wasser erst wiederkommen, ne? Ah, das Wasser kommt gerade wieder. Jetzt ist es. Ah, die Bäume sind noch grün. Das heißt, die müssten eigentlich weiter wachsen. Sonst wären sie abgestorben, oder? Ah, hier baut einer jetzt was. Ah, Rohholz ist da und Bretter sind auch da. Aber nur ein Brett. Dann klappt das hier vielleicht noch. Sollen wir die Fahne mal umsetzen? Dann können wir die Hölzer dann noch kriegen, oder? Die dahin pflanze, ne? Kriege ich alles Laugen mit. Das ist alles markiert. Und das ist auch markiert. Sollte also eigentlich klappen. Okay, das Gestell ist fertig. Okay, da kommen wir hin und da ist jetzt auch zwei Rohholz. Das ist schon mal schön. Wir müssen nachher nur aufpassen, dass der Damm passend überläuft, ne? Vielleicht müssten wir erst diesen hier bauen. Der braucht eine hohe Priorität. Weil das Wasser würde sonst hier rüberlaufen, aber ich glaube nicht so schlimm, weil da drüben, obwohl hier ist was von uns. Ja, jetzt, ja, sie kommen immer wieder. Ah, der ist schon fertig, sehr schön. Ah, der ist sogar verfügbar. Aber da muss Holz hin. Oh, der hat zwei auf einmal getragen. Sehr schön. Oh, er will dahin was. Dave, während du draußen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Schauen wir mal im Restaurant vorbei.
Oh, das sieht richtig gut aus. Ah ja, wenn das so ein Wochenbude ist, hilft das beste Essen nichts. Ach so, wenn du das Inter entfernen willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet. Schau einmal hinein. Neuer Inhalt, Interieur. Du kannst jetzt das Interieur von Banco Sushi freigestalten. Gestalten. Verwende den Interieurreiter, um deinen Stil nach einem Geschmack zu auswählen. Ah, aber wie Dr. Bacon sagte, wenn die Überreste des Seefolks hier gefunden werden, strömen Gäste hier. Aber diese Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauche ich eine Möglichkeit, für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es so gut wie unmöglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Ah, hast du schon die Social Media App namens Cookstar ausprobiert? Du meinst die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon. Wenn es schon ist, es ist nicht trotzdem besser, sie zu verwenden. Sie, also, dass die Leute keine Ahnung davon haben, dass es deine Speise gibt, Bancho. Das leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen, also lass es uns ausprobieren. Zuerst du dich auf der ersten Hashtag Bancho Sashi und dann fertig. Ist gar nicht so kompliziert, wie ich erwartet hatte. Jetzt werden Gäste mit den Essen genossen haben Bancho Sushi folgen. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, ich hab's. Ich werde auch die Costa-App auf meinem Handy installieren und mir die Post der Follower ansehen. Costa. Cookstar, nicht Costa. Erhöhe deine Bewertung auf Cookstar. Es werden mehr Gäste kommen und neue Speisen werden freigeschaltet. Freischaltbedingungen und neue Bedingungen werden in der Costa-App angezeigt. Gut. Interieur. Sollen wir uns mal angucken. Im Besitz. Das haben wir auch im Besitz. Normaler Holztisch, orientalisch modern. Da sieht orientalisch modern ja viel besser aus. Und das kostet uns 65 Leichtholz. Wie viel Geld haben wir? 375. Könnten wir rein theoretisch kaufen, aber. Brauner Hocker, Rattan-Barhocker und Hartholz-Barhocker. Kosten 80. Hier haben wir Decke, Holzdecke. Okay, das sieht dann immer anders aus. Lautsprecher haben wir im Besitz, aber nichts Neues. Leuchten haben wir auch nichts Neues. Deko hier. Okay, da können wir noch eine Pflanze hinmachen. Keine Deko, keine Deko. Hier gibt es noch eine Deko. Im Besitz ist ein schickes Bild. Kobras Bild. Haben wir sogar im Besitz. Deko 5. Ach, das ist auch automatisch da, oder? Das war Deko 1, ne? Ja. Okay. Der nee, sieht erstmal ganz gut aus, glaube ich, ne? Das lassen wir mal so. So, das müssen wir mit 130 kaufen. Was kaufen wir denn, wenn? Ach so, weil wir das hier ausgewählt haben. Das hält sich dann da, okay. Ja, die sind natürlich nicht wirklich schön, ne? Komm, dann lass die mal da nehmen. Decker ist im Besitz. Wo haben wir denn noch was ausgewählt, was wir noch bezahlen müssen? 50. Ah, Bonsai ist das. Ja, komm, dann nehmen wir den Bonsai auch noch dazu. Ja, komm, kaufen. So, wir haben noch eine Möglichkeit zu tauchen. Das wollen wir mal machen, damit wir ein paar Fische kriegen. Ne? Und das Seevolk, weiß ich gar nicht. Haben wir da noch was zu tun? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ein Delfin. Huch, ein Delfin. Er scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Soll ich das mal versuchen? Ah, da ist ein Gefangener. Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich also, seinen Freund zu retten. Ich soll dieses Netz aufschneiden. Okay, da unten haben wir was gekriegt jetzt. Die beiden hauen ab. Ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfinfreunde haben. Perle. Was ist das? Fragment. Fluchtkapsel, ne, die will ich nicht.
Ja, jetzt haben wir hier den Schreiner gehabt oder Zimmermann. Was ist es jetzt, ne? Ist da beides drin? Ist wahrscheinlich beides drin, das schätze ich mal. Hier ist der Zimmermann und hier wird irgendwo der Schreiner sein oder ne, zeigt das gar nicht so an. Ich weiß auch nicht, wofür es gut ist, aber wir werden sehen, ne? Wir haben auf jeden Fall genug Holz hier, wie wir sehen. Und ja, jetzt müssen wir Möbel machen, ne? Einer ist auch drin. Müsste eigentlich dann laufen, ne, oder? Lassen wir es mal laufen. So, Marktstand. Äpfel sind da, Fleisch ist da und Gemüse ist auch da. Das ist schon mal was und es ist Winter, ne? Was haben wir auf der Karte denn noch alles so drauf? Das ist die Frage, ne? Wildopiat ist das. Okay, das brauchen wir noch nicht. Das können wir später machen. Hier ist wohl Baumwolle, ne? Wildkraut. Ich brauche auch was zum Dingens hier, zum Bauen. Wildkräuter. Ach, das Erz, okay. Das hier, Kohle. Das hier, Stein. Aber am Ende der Ka am anderen Ende der Karte ist das. Das ist nicht so dolle. Wildfrüchte. Sind wir hier? Wildgemüse. Tier. Busch. Kohlevorkommen 30%. Wasser. Lehmvorkommen, da ist Lehm. Na super. Und hier unten? Ist das alles, was es gibt? Okay, es geht noch tiefer. Also hier kann man dann den Lehm abbauen. Ach, Edelsteinvorkommen, okay. Und hier ist nochmal Lehmvorkommen, aber das bringt mir jetzt nicht weiter. Ich muss also hier den Lehm hier wegholen. Fischerei, Bergwerk. Lehmgrube, da ist sie doch. Lass uns mal den Lehm da so rausholen, oder? Hilfsmittel. Geht das so? Lager. Kann ich das drehen? Ja, da. Okay, dann muss ich das Lager noch vergrößern. Dann mal das Lager hier hin. Aber da geht es nicht hin. Auch gut, ne? Okay, da geht's. Ja, lass das erstmal so. Oh, jetzt mache ich Schritte rückwärts. Das ist schlecht. Warte mal, vielleicht kann ich hier noch eine Reihe machen und dann kann ich mehr Lager bauen. Ja. Und man kann nur ein Lager bauen. Okay. Dann ist es das wohl gewesen. Hilfsmittel. Zurück erstmal. Lass das mal so. So, was brauchen wir? Stein 24. Ach, Stein haben wir noch nicht mal. Holz. Dann speichern wir das erstmal. Gucken, und dann müssen wir uns jetzt um Stein kümmern. Stein war. Der nächste Stein ist wahrscheinlich hier unten, ne? Den haben wir da. Tja, ist wohl so. Gut, das heißt, jetzt brauchen wir einen Steinbruch. Steinmine. Lager und Hilfsmittel.
keinen blassen Schimmer, wofür die Hilfsmittel gut sind. Machen wir mal so. Und ich weiß nicht, wo ich Stein wegkriegen kann, wenn ich hier 41 brauche, um das zu bauen, ne? Wo ist denn meine Siedlung da? Kann ich auch Steine so kriegen? Ja, bestimmt, ne?